aufgebracht Videos, was Kosmetik betrifft. Da bin ich immer so ein bisschen stolz auf mich, dass ich Dinge eben auch aufbrauchen kann. Es war früher mal anders. Und was ich jetzt wieder so in meiner Tüte habe, zeige ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Hier wartet was. Bisschen was ist drin. Und man hat mich gefragt, ob ich die Sache nicht ein bisschen länger in die Kamera halten kann. Ich habe hier so eine kleine Auseinandersetzung mit meinem Pony, den ich wachsen lassen möchte, weil er mir sonst echt im Weg rumgeht. Und naja, egal wie es momentan ist, es sitzt nicht richtig, ist egal. Ich darf mir einfach nicht selber angucken, weil es macht mir auch schon kirre. Aufgebraucht habe ich das Ketuzulin. Das kann man ganz gut auch am Körper anwenden. Seit ich die Pille abgesetzt habe, ist meine Haut einfach empfindlicher. Gerade auch was so Pilze betrifft und so. Und gerade wenn es warm ist, ist es halt so eine Sache. Und da ist es eine gute Sache. Hauptsächlich wird es bei mir am Kopf angewandt. Funktioniert 1A. Habe ich eigentlich immer zu Hause, ist aber nicht vegan und nicht tierversuchsfrei. Manchmal geht es nicht anders. Das ist halt einfach ein medizinisches Produkt. Aber jetzt kommt's. Balea pH 5,5. Ich dusche seit längerer Zeit mit solchen Sachen. Ich habe mir jetzt mal auch die von Rossmann geholt. Das sind zündbares, also sogenannte feste Duschgele, kann man so sagen. Eigentlich ist es komplett falsch, es sind halt keine Seifen. Und da habe ich immer so ein bisschen so eine Erinnerung an, früher hatten wir immer so ein Duschbad von Alvi. Und das war auch so ein bisschen so gerochen. Und ich wollte immer die fancy Sachen haben, die nach allem möglichen riechen. Nein, das. Also das ist auch eine gute Sache für Leute, die da Müll einsparen möchten. Also ich finde die halt super günstig und mag sie echt gerne. Auch mild parfümiert, also ist ein bisschen Duftstoff drin. Hier ist kein Duftstoff drin. Das ist ein Oldie but Goldie. Wird immer wieder von mir aufgebraucht. Habe ich auch ein Video dazu gemacht. Kann ich nur empfehlen. Die finde ich nicht so gut. Also ich habe immer so einen Knall, wenn ich irgendwo andere Holzzahnbürsten sehe, dann hole ich mir die. Ich muss ganz ehrlich sagen, so am besten geformt sind immer noch die Hydrophil. Die fühlen sich am besten im Mund an. Die hier ist schon mega chlorig. Das ist die Marke, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich es her hatte. Hatte ich es aus dem DM. Kann sein, eine DM hat eine kleine Auswahl an solchen Zahnbürsten. Die hatte ich mir aber mal bei Amazon im Großpack geholt. Das sind genau die gleichen. Mit denen bin ich nicht warm geworden. Das Fläschchen, das behalte ich. Weil das kann man immer brauchen. Das sind die Inkipedia-Sachen von der Shenya. Leer gemacht. Das war eine richtig tolle Sache. Ich bin mal gespannt auf ihre neuen Sachen. Sie bringt doch auch ab und zu noch was Neues raus. Das Bakukiol, das werde ich auf jeden Fall mal testen. Genauso wie das Gelee ist auch leer. Das war auch mega gut. Das hat sich auf der Haut, ist ölig geworden. Dann haben wir eine Sache, die ich wegschmeißen musste, weil ich sie nicht vertrage. Jedes Jahr aufs Neue. Das hängt, glaube ich, echt mit dem Duftstoff da drin zusammen. Das ist die Neoc Deo Creme und da kriege ich halt offene Haut. Lustigerweise nur an der Achsel. Geht nicht anders. Also weg damit. Und immer nur im Sommer. Immer wenn man ein bisschen mehr schwitzt. Eine Sache, die ich noch vorstellen werde, da habe ich auch schon ein zweites da. Und schon werde ich auf. Gibt's nicht, scharf gibt's nicht. Also, jetzt hat Isana.
Das Edge Protect Serum ist einfach grandios. Kostet 5 Euro, ist ein bisschen teurer, aber richtig gut. Ich wollte noch ein Video zu absoluten Must-Haves von Rossmann machen. Da wird es dann auch eine DM-Edition geben. Da wird das zu 100% dabei sein. Spülung! Die ist sehr gut gewesen. Die hat nur einen Manko. Sie riecht unwahrscheinlich stark nach Kokosnuss. Die ist aber tatsächlich nicht zu fettig und hat auch Proteine dran. Ist bei einer Haarstruktur wie meiner wichtig. Meine Haare wellen sich auch deswegen jetzt mehr, weil ich mehr auf so Proteingeschichten achte. Also wenn ich eine Spülung in die Haare gebe, was ich in letzter Zeit immer mache, müssen Proteine drin sein und es darf natürlich nicht zu schwer für meine Haare sein. Die ist mega gut, aber sie riecht sehr stark nach Kokosnuss. Eine Spülung, die mir erst wieder vor kurzem leer gegangen ist, werde ich aber nachkaufen, sobald ich mal wieder bei Ecoverre bestelle, ist die von Organic Shop Alge und Clay. Sagt schon so ein bisschen, dieser Clay da drin zieht dir auch nochmal so ein bisschen Talg von der Kopfhaut etc. Du sollst Spülung nie direkt auf die Kopfhaut geben, aber man gibt es immer so ein bisschen doch in die Haare. Und super gut. Auch hier hat es Proteine drin. Ich mag den Geruch, ich mag diesen kräutrigen Geruch echt gerne. Es entspannt halt auch so ein bisschen. Und habe ich schon zweimal nachgekauft. Wird auch nochmal nachgekauft. Das Einzige ist wirklich die Flasche. Das ist ein bisschen ungeschickt. Das ist eine normale Flasche. Die muss immer andersrum dastehen haben, dass du irgendwie irgendwann mal noch was rauskriegst, weil irgendwann ist die so leer. Dann habe ich jetzt schon von einer ganzen Weile leer gemacht. Von No, dieses puren verfeinerte Serum. Das war noch nach der alten Mixtur. Da waren noch recht reizende Duftstoffe drin. Dann haben wir hier eine Zahncreme. Die war okay. Muss ich gerade überlegen, wie fand ich die? Die fand ich vom Geschmack her nicht so spannend. Die gab es beim Rossmann. Vom Geschmack her war sie nicht so spannend, aber passte schon. Ich hatte mal eine vom DM, die gibt es aber nicht mehr. Da hast du so einen halben Tag noch so ein richtig frisches Gefühl im Mund gehabt. Die fand ich mega gut. Einmal Augencreme und zurück. Die finde ich mega gut. Habe ich auch nachgekauft. Die kann wirklich was. Die kannst du auch dementsprechend ja so platzieren, wie du es auch brauchst. Ich bin gerade mit einer Augencreme am Kämpfen von Altera. Die ist halt überhaupt nicht gut. So. Und dann haben wir nur noch ein Produkt. Und das waren die Vitamin C Creme. Wunderschön, ja. Die war auch mega, mega gut. Die habe ich gerne unter dem Sonnenschutz getragen. Oh, stellen wir uns jetzt gerade ein bisschen blöd an, ist noch früh am Morgen. Die war mega gut, die habe ich gerne unter dem Sonnenschutz getragen. Vitamin C ist gar nicht schlecht, wenn du irgendwie Sonnenschutz auch aufträgst, weil das auch so ein bisschen boostende Eigenschaften hat. Die ist super in die Haut eingedrungen. Ich mochte den Spender. Ich habe zu den Inkipedia-Produkten auch ein extra Video gemacht. Kann ich also echt empfehlen. Jo, das waren meine aufgebrauchten Produkte. War jetzt nicht mega viel, ein bisschen was war es auf jeden Fall. Ich habe ja versprochen, dass ich die Sachen ein bisschen länger in die Kamera halte, auch wenn es jetzt ein bisschen schief gegangen ist, glaube ich. Denke ich, meine ich. Sage ich danke fürs Einschalten. Hinterlass gerne einen Kommentar, falls du eins der Produkte kennst und gut damit zurechtgekommen bist oder schlecht damit zurechtgekommen bist. Gerne unten mal in die Kommentare rein. Ich sage danke fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.